Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pollen. Zum Glück hatten wir hier das Abspeichern, das hat auch funktioniert. Bei einem Spiel, wo man sich alles Mögliche anschauen kann und so, hätte ich mir dann schon gewünscht, dass man manuell abspeichern kann, aber das haben wir ja nicht. Wir können nur sehen, dass hier verdammt viele von diesen Büchern hier rumliegen. Amanda Pohl. Ach, Amanda Pohl war doch diese. Ich habe erst mal nur an Philipp gedacht. Das war doch die Leiterin hier von dem Laden hier. Jetzt haben wir hier wieder das Ding. Ich weiß nicht, was das überhaupt für eine Bewandtnis hat, aber was passiert, wenn ich jetzt hochkletter? Nichts. Ist ja interessant. Und wie kann ich wieder runter? Ja, okay. Und hier haben wir wieder so einen leeren Anzug. Philip Clement Pole. Ist der Mann oder wie? Können wir jetzt hier irgendwas? Nö. Geht's auch nicht. Schauen wir uns nochmal hier in der Mitte um, weil dieses Audio-Ding, was wir da gesehen haben, das sind einfach nur ein Aschenbecher und Zigaretten. Oh, Dia City, Dia One City. Okay. Dann müssen wir das jetzt, wo ist dieses Dia One City? Das packen wir jetzt und legen es da rein. Zack. Dann sehen wir, es nur die 1 gefüllt. Aha. Die haben sich die vielleicht so reingesetzt. Um quasi sich an das daran zu erinnern, was es in, wie es auf der Erde aussieht. Aber hier haben wir noch eine andere. Dia 4 Planet. Da ändert sich auch das Licht hier. Was soll denn das hier alles simulieren? Was steht da? Premium Wodka. Okay. Das kann einem natürlich dann auch noch helfen, ne? Und hier sehen wir, es waren Schachfiguren, was ich als Turm da irgendwo gefunden habe. Komm, jetzt schalt das Ding mal um, ey. Wir haben hier genug Düsternis in dem Spiel. Da brauche ich mir noch nicht extra die Düsternis machen. Bewegt sich diese Uhr eigentlich? Okay, es ist 4:14 Uhr, wie wir sehen können. Mal gucken, ob sich das gleich verändert. Hier kann man das spielen ohne das Notfallding. Ich habe da eigentlich nicht wirklich Interesse, dieses Spiel zu spielen. Nö, gehen wir nicht auf den Keks, ey. Die Zeit läuft. 4:15 Uhr. 4:15 Uhr. Natürlich, könnte man jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich mach das Ding auf. Ne, einmal reingelegt. Hat mich schon mal interessiert, ob man die Dinger wieder raus mitnehmen sollte, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Die Kuhquartiere. Funktioniert. Okay. Warum ruckelt das jetzt hier so? Mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie nur dieser Tisch, aber gerade geht's. Was ist das, dieses Ding? Ne, das ist 93, 6. März. Wesen mit Pol, Amanda und Philipp, Romanchek und Lem. Entity steht da einfach nur. Vielleicht ist es das, was die mit Ding meinen. Der Plan. Take the data to the train. Amanda und Philip. Philip, Message to Earth. Amy soll dann den Zug losschicken. Nachricht an den Zuggenerator. Kommunikation. Ion.
Das ist der Plan gewesen. Was ist das? Den packen wir ein. Echt jetzt? Eins. Ja, das nehmen wir jetzt alles mit. Anscheinend können wir uns vielleicht mal irgendwas aus dem Automaten ziehen. Das kennen wir schon mit Explosionen und blablub. Ja, ja, genau. Collect data to Earth. Das ist der Plan. Nur mal jetzt nur visualisiert. Den packen wir auch ein. Dann hat es. Ist das dieses Rätsel jetzt? Wie können wir es zerstören? Gravity, Gravitation, detonieren, funktioniert sich. Das andere hat auch gefehlt. Generator überladen. Zerstört die Basis. Vielleicht auch die Höhle. Auflösung mit Schwerkraftstrahl. Vasili hat es nicht geschafft. Die haben es funktioniert, das Ding zu sprengen, oder? Ich meine, wo wir hier reingekommen sind. Das ist nur eine Tasse. Zahnpasta. Ich glaube, den Tisch haben wir uns jetzt zu Genüge angetan. Dann können wir nur hier auf den Sitz erkennen. Whiteboard-Markers. Komm, vielleicht brauchen wir am Ende noch irgendwas, was wir aufschreiben können. Lass mich jetzt nur mal gucken. Das nennen die den Studierraum. Wo wir den einen Typen da gefunden haben. Studierraum, okay. Gucken. Karen Kowalski. Jetzt haben wir von ihr das auch gefunden. Das Foto kennen wir doch. Jetzt sind wir halt wieder in der normalen Zeit, oder was? Base M. 20 Titanjahre. Die so fallen lassen? Ja, Fotos sind anscheinend nicht von Belang. Remember, eat the basic six every day. Da ist eine Biene drauf. Honig? Und hier essen die echt eine Biene? Mach das Ding wieder aus. Kein Interesse. 20 Titan. Ey. Ja, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das ist einfach nur der gleiche Raum wie vorhin. Nur, dass wir halt wieder rausge... Das ist die Katze, ja. Pack das mal wieder weg. Was soll das überhaupt darstellen? Heat Steer, da kann man irgendwas heiß machen. Coffee. Nicht, dass wir uns am Ende noch irgendwie einen Kaffee machen sollen. So, wir haben es also mit dem gleichen Raum zu tun, nur dass es halt hier noch nicht kaputt ist. Wir haben uns den Tisch angeguckt, da haben wir ja eigentlich Videokassetten gefunden. Das hier, das war ja voll die Müllhalde. Das ist auf einmal alles aufgeräumt. Das kann doch gar nicht die normale Zeit dann sein, oder? Oder haben die denn auf einmal aufgeräumt? Ugh, pack das mal weg, ey. Haben die denn so viel Zeit gehabt, um alles aufzuräumen? So, das war, da war ja ein gefüllter Müllsack. Oder Exkrementen. Und das ist jetzt schön aufgeräumt. Das ist jetzt einfach nur leer. Hä? Gibt's da irgendwas Besonderes, was wir haben wollen? Soda? Pack 3.8, da ist irgendwie Weizen. Chicken Flavor. Das ist was zum Rauchen, oder? Wir nehmen mal Weizen, ne? Das ist auch ein Zigarettensymbol. Ich kann es nur schütteln. Komm, schüttel, benutze es doch. Dann muss ich erstmal so drauf gucken. Ne, dann schmeiß es einfach weg, ey.
Aber wieso haben wir denn 3 Münzen bekommen? Aber warte mal, das wollte ich doch gar nicht tun. Ich wollte doch mal so rein, so. Gibt es da irgendwas, wenn wir 3 Münzen bekommen? Was haben die denn hier mit Bienen? Das ist da, wo es dann zurückgeht. Aber diesmal halt nicht ohne die Zerstörung. Also muss das doch die Vergangenheit sein, weil zerstört. Wir, die letzten drei, wir haben beschlossen, dass die Forschung. Wir haben herausgefunden, dass das Forschungsobjekt tödlich für die Menschheit sein könnte, wenn das Wesen die Erde erreicht. Wir, die letzten Überlebenden. Aber warum ist es so? Das heißt wieder so. Jetzt kickt er voll weg, ey. Dritte, erste, 95. Vorher war das 18. Das sind wieder 15 Tage, das sind wieder so 2 Wochen, ne? Ja. Genau. Pack mal weg. Da ist das Neue. Rein damit. I found our doctor's lighter in the study. Along with the limited power I've been able to generate from the exercise bike and, well, let there be light, as they say. I brought up some fertilizer from the cargo, but that hasn't really perked up the plants at all. I guess I'm not the only one missing sunlight around here. Ja, anscheinend rollen wir die Geschichte irgendwie von hinten auf, oder was? Wir haben jetzt gesehen, wie sie dann doch alles in die Luft gesprengt haben. Die Detonation da in dem Hauptraum und jetzt sind wir in der Zeit, das habe ich ja gekickt. Auf dem Rücken ist, hinter dem Ding ist auch nichts. Hier kann man ba Basketball spielen. Remember, mach deine Übungen. Jo. Genau. Und hier ist halt noch keiner so einfach so eingerichtet mit Schlafsäcken und allem. Vor allem. Okay, hier könnte man natürlich auch in den ersten. Da die Treppen jetzt auf einmal hochgehen. Die waren ja vorher alles zugemüllt. Aber schauen wir erstmal, wie das denn hier vorne aussieht. Wow, das sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus. Okay. Ja, irgendwie gibt es da in der Mitte irgendein Problem, dass das da so ruckelt. Aber dann möchte ich erstmal hier in diesem Bereich bleiben, ey. Nicht, dass wir durcheinander kommen. Alles funktioniert. Auch das Ventilationssystem. Und das kann man einfach nur kicken. Genau, das ist natürlich gut. Hier gibt es eigentlich nicht wirklich viel mehr zu erkennen. Das sind die Quartierräume. Ach, jetzt können wir in der Reihe nach uns Amanda Pohl. Welche war das denn jetzt? Data? Ion? Karen Kowalski. Warum machen wir nicht mit der? Wir haben ja die anderen Keycards nicht gefunden. Okay, alles klar. Gucken, was wir finden. Okay, den Text kennen wir ja. Das hier bei Ober genießt, hier, das hier. Ihr bleibt aber so lange ihr welche Seite zu tun, aber wenn euch Oma um Hilfe bittet. Genau, und dieser Text, das ist die Originalversion. Oder was ist Original? Die Anfangsversion ohne das Durchgestrichene, ohne diese Anmerkungen. Jupp, packen wir auch ein. Ich wollte mir eigentlich das Bild anschauen. Die ganze Familie. Die Fotos kennen wir ja von den Kindern. Zurückhängen tun wir ja irgendwie nicht. How to handle loss. Ja, das passt zu diesem Zeitungsbericht. Guck mal, das Foto mal.
mit dem hier vergleichen. Das ist der gleiche Typ, ja. Können wir mal... Warum sollen wir das durch die Gegend kicken, ey? Wieder anfassen? Jetzt wissen wir auch, wo das hier ursprünglich seinen Platz hatte. Na, das ist immer so lustig, wenn man alles immer direkt fallen lässt, ey. Und noch eine Kassette. Nehmen wir alle mit. Whittier High School. Multikulturell, religionsneutral und gleiche Möglichkeiten. School for Girls. Hat man sich schon Gedanken gemacht wegen den Kindern, oder was? Karen Kowalski, Home Planet Erde. Muss man das eintragen? Haben sich die Leute schon im Weltall irgendwo auf anderen Planeten niedergelassen? Auf Titan als Technikerin, Klasse 8A. 31.12.1995, also eigentlich hat sie noch, das war sie schon im letzten Jahr. Hat auch einen Zweijahresvertrag, so wie wir bekommen. Gemanagt wird sie von Amanda Paul. Okay. Passnummer und Personell. Nummer. Unisex Underwear. Können wir nicht aufreißen. Können wir nicht. Und noch ein paar Schlappen. Oder. Nee, das waren ja nicht mal Schlappen. Da geht's wieder raus. Dann ist das. Ist das hier so ein Toilettenraum? Ja, Zahn. Hier funktioniert alles super. Hier ist alles noch okay. Wir rollen die Geschichte anscheinend von vorne nach hinten auf. Also wir haben gesehen, wie es zerstört ist, sind wir wieder zurück. Wie kann man sich so. Ja komm, hier ist ja noch nichts, ey. Okay, kann man das irgendwie drehen? Schon durchgestrichen. Also 94 ist komplett vorbei. Was für ein Datum haben wir? 18. Januar? 9. zu Hause. Home. 18. Januar. Mhm. Dürfen wir nicht vergessen, wenn wir nochmal so ein Ding finden, dass wir hier oben... Was für einen Namen haben wir überhaupt hier? Philip Pohl. Wir haben Ion und Philip Pohl. Dann machen wir den mal hier rein. Komm, direkt aufreißen. Ich gebe es ja auch wie eine Kassette. Research Lead. Forschungsabteilung also. Dein Kontrakt endet nicht. 89 hat er angefangen. Der ist auf jeden Fall schon länger da. 94. Meine Frau, Astrobiologist Amanda Paul. Astrobiologe. Vielleicht haben die irgendeinen Mist mit den Bienen am Start, ey. Boah, musst du das Ding so vor die Fresse halten? Oh, hier haben wir die nächste Kassette. Also ist auf jeden Fall nicht für den Keks. Also... Die weiteren Experimente. Haben wir mal übersetzen lassen. Anstehende Experimente, ja, besser übersetzt als ich. Probe für Altersdatierung. Reaktion auf elektrische Ladung, elektromagnetische Werte, Antischwerkraft, Geigerzähler, Spektralanalyse, chemische Analyse, Kommunikation, Fragezeichen. Audio, Resonanz, Licht, Strahlung, Wahrnehmung, Basistest. Wachstumszyklus in Kombination mit exponentieller Verteilung gilt Teil gleich Ganzes. Schwarmdynamiken. Wesen reagiert, wenn Probe untersucht wird. Anstieg in Zellen, Musteraktivität. Reaktion auf Antischwerkraft und Elektroschock. Hauptwesen reagiert auf Probe, bevor es der Probe ausgesetzt wird. Mineralstruktur, zufälliges Muster. Vielleicht handelt es sich um ein Ei. Menschlicher Zellembryo, ein Strunk. Natürliche Bienenhonigwabe, kein Mineral. Also wo ist die Biene? Datierungsmethoden, Radio-Carbon-Methode, auf dem Kaufbeleg nachsehen, keine dummen Späße. Kernproben von Höhle und Oberfläche. Probe des Objekts? Wird auf Liste gesetzt, neue Erkenntnisse. Objekt offenbar älter als umliegender Fels.
DNA mit nächster Lieferung verschicken? Mineral, Lebewesen, Konstrukt, künstlich oder alles zusammen? Lächerlich. Ist das hier ernst? Alles zusammen, also Mineral, Lebewesen und künstlich? Hört sich an, ja, keine Ahnung. Vasili möchte die Forschungsarbeiten am Wesen einstellen. Er hat sich bereits an Rama gewandt. Was meinen Sie? Steht's hinten drauf? Nö. Ach komm, diese Dinger nehme ich jetzt gar nicht mehr in die Hand, ey. Da kann man wohl tippen. Mit 4 Funktionen. 3 von uns sind noch übrig. Karen Kowalski wurde getötet. Verschwand vor 2 Wochen? Also wurde getötet, wurde durchgestrichen und durch verschwand vor 2 Wochen ersetzt. Schlussfolgerung. Das Wesen zerstören, Daten an Erde schicken. Das ist die Schlussfolgerung. Doktor der Philosophie in materieller Wissenschaft. Okay. Original Research in Astrophysics. Doktor of Philosophie. Philip Paul. Und, war das jetzt auch wieder eine Kassette? Wow, jetzt werden wir langsam mit Kassetten zugespammt, Leute, ey. Jetzt werden wir langsam mit Kassetten zugespammt. Irgendwann haben wir alle. Es sind ja nicht mehr viele, die jetzt da fehlen. Vor allem, wir können ja mal gucken, ob eine irgendwie das Klo runterspielen wollte. Aber dem ist natürlich nicht so. Unter dem Toilettenpapier versteckt sich auch nichts. Das heißt, wir haben diesen Raum hier. Das können wir nur kicken, ey. Das ist auch so witzig, ey. Einfach nur mal kicken. Jetzt haben wir noch von Aion. Das ist Vasili. Genau. Zack, die letzte Karte. Accident District. Cosmotrome. Warmer Pets. Buran. Heaven and Beyond Tour. Das ist so ein Time Magazine. Das kennen wir. Vasili Romanchuk, Savior of Europa. Ach, Deck, das habe ich ja vorhin gar nicht gesehen, ey. Dreh mal das Ding um. Das ist ja der eine Typ, der hier ist, oder was? Okay. Mann, ey, diese Dinger so umzudrehen, ey. Work on another planet. Lee Company. Mal gucken, ob es bei dem irgendwas gibt. Sein Vertrag endet auch Ende 95. Der wurde zur gleichen Zeit wie Karen engagiert. Occupation Class 5C. Amanda Paul. Ist auch von der Erde. Mhm. Ja, das nehmen wir mit. Vielleicht räumen wir den ganzen Automaten aus und kriegen dann was dafür. Transplantartransporte Lem. Ion, ich hoffe, Sie erfreuen sich bester Gesundheit. Wenn Sie wirklich an dieses Forschungsprojekt glauben, weiß ich das zu respektieren. Wenn es sich jedoch nur wieder um eines Ihrer kleinen Abenteuer handelt, mit dem Sie in die Fußstapfen Ihres Kindheitshelden treten wollen, dann wäre das enttäuschend. Bei Ihrer Rückkehr steht Ihnen eine Stelle hier bei TPTL offen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Mit freundlichen Grüßen. Stephen Lam, CEO, Transplanetartransporte. Ja, das haben wir ja als Werbung gesehen da auf dem Magazin. Freetime, fuck Punk, we rock the skyrock. So, ich denke mal, das haben wir. Gehen wir direkt mal als erstes zur Toilette. Ist das? Nee, das ist nix. Hier ist auch nichts versteckt. Der hat 2 Toilettenpapierrollen. Das ist okay. Zigaretten, denke ich. Eine Karte, ne? Kartenhaus gebaut. Von was soll ich denn hier ein Foto machen? Ich mache einfach mal ein Foto, man weiß ja nie, was das Ding auf einmal rausholt. Nö, das ist einfach nur ein ganz normales Foto, das kann jetzt auch auf dem Boden liegen bleiben. Die Dinge sehen hier auf Titan, gehen hier auf Titan den Bach runter. Dr. Romanchek ist tot.
Er kam ums Leben, als er etwas zerstören wollte, was wir seit über einem Jahr untersuchen. Die anderen waren ebenfalls im Raum, als es, ich weiß nicht, explodierte, aber nur er starb oder verschwand oder so. Jetzt ist er weg und das Missionsprojekt ist gefährlich geworden. Ich will hier nicht mehr bleiben. Paps, Paps, schick mir einen Shuttle, das mich nach Hause bringt. Ich würde liebend gern bei LTHC. Dr. Vasili Romanchek ist gestorben. Genau, das nehmen wir mit. Ja, voll geil. Ich denke mal, hier können wir uns auch die Sachen dann gleich anhören. Tissues. Ich denke mal nicht, dass ich da irgendwas machen kann. Ne, pack's einfach nur weg, ey. Channel Selection. Ah, da hat Musik gehört hier. Mit dem Teil. Da unten liegt eigentlich noch ein Foto. Oh. Was ist das hier? Was im Weltraum passiert, bleibt im Weltraum? K? Ist das jetzt irgendwie eine Frau? So wie sich... Frag mich, was das jetzt wieder heißt, ey. Einmal haben wir ja eine Kassette gefunden unter dem Buch, ja. Nicht, dass mir das nochmal passiert. Hier sollte es eigentlich dann nichts mehr geben, außer den Treppen nach unten. Ansonsten fehlt uns ja der Zugang zu den weiteren Räumen. Das heißt, wir können alle unsere neuen Kassetten einfach mal hier rein anhören. Dann fangen wir mit der nächsten an. Ich bin auch in der Zeitschleife. Irgendwas ist im Weg. Ich komme hier nicht in die Ecke, ey. Schmeiß den Mist hier mal rüber. Hi kids, this is Mom. I'm sending you this audio tape so you can hear my voice. My days here on Titan are based on routines. Every day I go and check certain places in the base for broken things. If something is broken, I fix it. Sometimes I have to build something new. Like tomorrow, I'm going to build an extension to a platform in a very deep cave. Wow. That place is something I can't even explain. I wish I could show it to you. In my free time, I go to the gym to run on a treadmill. Oh, and I also read a lot of books. I think reading makes you smarter. So don't you ever stop reading. All right, now I have to go. We have a daily meeting with the others. I miss you and I love you very much. Bye. Da haben sie irgendwas gebaut. Oh nein! Genau, und wegpacken. Haben wir hier noch eins? Wir haben hier richtig viele. Karens Therapie. Today I was really busy at work. Some hoses in the hydro needed urgent fixing. That made me forget about people at home for a while. It almost scared me. I don't want to forget them. I'm here for them. And even if I need to focus on my tasks, I want to remember why I'm doing this. I also wonder where Vasily finds these therapeutic methods. Drawing, talking to yourself on a tape, disco cycling. What's next? Running naked outside? Ja, das wird dann, wenn ich so näher dran gehe, beziehungsweise zoome, dann ist es ja dann schon lauter. Jetzt komm, pack mal die Kassette aus. Und weggepackt. Oh, wir haben noch jede Menge Kassetten hier. Okay, wie lange geht denn diese Kassette jetzt? More is More. Das ist eine von seinen Musikkassetten. Die wurde nicht überschrieben. Die wurde nicht... Warum ist das rot? Nehmen wir die nächste rote. Ach, weil wir sie nicht zu Ende gehört haben, oder was? Okay, ich... Was für ein Quatsch ist das?
Okay, die können wir. Nee, das ist einfach nur eine andere Musikkassette gewesen jetzt. Electric Dynamite. Nein! Rausholen. Zack. Wegpacken. Komm, dann machen wir die letzte Musikkassette rein. Und wieder raus. So, dann. Was ist das denn für eine? Vaterkomplex, Entfernung von emotionalen Rüstungen, Volumen 1. Oh Gott. Das ist Therapie? Diese Töne hier, oder was? Komm, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ey. Keine Ahnung. Das ist doch schon wieder so ein Ding. Volumen 2. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ich hab das. Verstehe ich das auch nicht, Da kommt vielleicht noch irgendwas. Back to the Future? Ja, hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an, ja. Aber. Aber ich will jetzt hier auch keine Musik vorspielen. Musikgeschmäcker sind ja verschieden. So, das war's jetzt hier anscheinend. Wir haben unsere Münzen. Wir haben noch eine weitere Münze bekommen. Da habe ich auch keine Ahnung, ob wir die benutzen sollten. Liegt da irgendwas? Da liegt irgendwas. Da ist so eine Biene auf dem Ding. Aha. Okay, Leute. Komm, jetzt bewegen wir uns mal hier runter. Wir haben jetzt insgesamt noch mal insgesamt 4 Münzen bekommen. Frage ich mich, ob ich die einfach hier benutzen soll. Das sind ja. Eigentlich sind da noch 4 Sachen. Das wird auch wieder aufgefüllt. Und wir haben so einen komischen Plan, Der mir auch Gigs sagt. Ich weiß nicht, warum ich den Plan brauche. Irgendwas. Amy. Ein X. Irgendwas ist noch. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und ich hoffe mal, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Dann machen wir dann da hinten im Gang weiter und gucken, das sieht ja jetzt ganz anders aus. Ciao.